Immer wieder werden neue Konzepte und Ideen vorgestellt, die die Welt verändern könnten. Ich habe mal für euch ein paar von solchen Erfindungen zusammengesucht. Deshalb gibt es heute für euch 5 Erfindungen, die dich umhauen werden. Nummer 5. Alteros Bat. Windräder kennt jeder von euch, aber bestimmt keine fliegenden. Vielleicht ist euch schon mal aufgefallen, dass inzwischen immer mehr größere Windräder gebaut werden. Das hat einen einfachen Grund. Mit steigender Höhe weht der Wind immer stärker. Mit diesem Wissen haben Ingenieure ein Windrad entwickelt, welches mit Hilfe eines Ballons fast 600 Meter über der Erdoberfläche schweben kann. Die Rede ist von dem Alteros Bat, denn dieser erreiche eine doppelt so hohe Leistung, wenn man ihn mit einem herkömmlichen montierten Generator vergleichen würde. Das Windrad hat einen Durchmesser von 3,7 Metern. Es befindet sich in der Mitte einer 15 Meter langen sowie breiten Röhre und diese ist mit Helium auffüllbar. Einige Seile fixieren den Fluggenerator am Boden und über Kabel gelangt der erzeugte Strom dann zur Erde. Das Besondere am Bat ist, dass man ihn innerhalb von 24 Stunden aufbauen kann. Dadurch könne er auch Gegenden versorgen, bei denen die Stromversorgung zusammengebrochen ist. Als Ersatz für diese Generatoren, die ohne Nachschub an Kraftstoff nicht funktionieren, fungiert der Fluggenerator auch. Nummer 4. 3D-Zebrastreifen. Diese 3D-Zebrastreifen fallen sofort auf, denn es wirkt einfach so, als würden die weißen Striche über der Straße schweben. Autofahrer, die sich einem 3D-Fußgängerübergang nähern, könnten irritiert sein, aber genau das ist auch der Sinn dahinter. Die Streifen erscheinen wie ein Hindernis aus Beton, denn dadurch wird vorsichtig gefahren. In Deutschland sei so eine Markierung noch nicht gestattet, denn sie würde nicht den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Außerdem würde man sich schnell dran gewöhnen und der dreidimensionale Effekt würde auch nicht aus jedem Blickwinkel funktionieren. Dennoch eine kreative und gute Idee. Nummer 3. Ronin-Helm. Der Ronin-Helm von DevTech wirkt wie aus dem Star Wars Universum entrissen. Auch die vorhandenen Extras lassen diesen Helm futuristisch wirken. Er hat integrierte Ventilatoren, die das Kondensieren im Helm vermeiden sollen. Außerdem kann man ganz einfach am Äußeren des Helmes weitere Sachen befestigen. Was auch noch richtig interessant ist, dass auf den Gläsern der Brille eine Karte mit dem Standort der Truppen angezeigt wird. Natürlich ist der Helm auch noch kugelsicher. Und das waren jetzt nur ein paar Punkte, die diesen Helm besonders machen. Spezialeinheiten des britischen Militärs sollen in Zukunft mit diesem neuartigen Helmkonzept ausgestattet werden. Nummer 2. Oho Wasserblase. Ein Londoner Startup hat eine Alternative zur Plastikflasche entwickelt. Essbare Wasserblasen aus einer robusten Algenmembran. Sieht irgendwie schon cool aus, oder? Ich selbst habe jetzt schon ein paar Videos erstellt, in denen ich nochmal auf den massigen Plastikmüll aufmerksam mache, der unter anderem auch tonnenweise im Meer landet. Dieser große Plastikverbrauch könnte aber bald ein Ende haben. Das Geheimnis von Oho ist eine Doppelmembran aus Braunalgen, Calciumchlorid und Wasser. Hört sich jetzt auf den ersten Eindruck irgendwie eklig an, schmeckt aber tatsächlich nach fast gar nichts. Das Wasser der Wasserblasen kann einschließlich der Algenmembranen komplett verzehrt werden. Nachdem die Erfinder eine optimale Größe für die Blase, die als Durstlöscher fungieren soll, gefunden haben, gilt es, eine stabile Transportmöglichkeit zu finden. In die Tasche stecken und mitnehmen geht eben nicht so einfach. Dafür gibt es aber bereits schon Prototypen aus biologisch abbaubarem Material. Auch soll es möglich sein, mit dieser Methode alkoholische Getränke als auch Limonaden zu verpacken. Für Kosmetikprodukte sowie Duschgel ist dieses Verfahren auch geeignet. In der Herstellung soll diese Verpackung auch günstiger sein als herkömmliche Plastikflaschen. Nummer 1. Microwind. Die Idee für Microwind stammt von Nils Färber, der festgestellt hatte, dass Solargeräte für Telefone und Kameras nicht unbedingt die optimale Lösung wären. Man sei eben immer vom Sonnenlicht abhängig. An Wind hingegen mangelt es jedoch fast nicht. Das Aufstellen dauert nur wenige Sekunden und das Teil wiegt weniger als 1 Kilo. Die erzeugte Energie wird entweder direkt genutzt und kann angeschlossene Geräte über den USB-Port laden, oder sie wird in der integrierten Batterie gespeichert. Außerdem lässt sich der Energiespender natürlich auch zusammenklappen. Das war's auch schon. Welches Konzept fandet ihr am coolsten? Schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich mit einem Daumen nach oben wissen. Falls ihr noch Lust habt, könnt ihr euch noch gerne ein weiteres Video von mir anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.